So, ja, dann starten wir mal. Ich, ja, das Vergnügen jetzt, Ulrike Volkmar anzukündigen. Die meisten kennen sie sicherlich auch. Sie hat ja eine Reihe Bücher geschrieben. Hinten liegen auch die Bücher aus. Und, Einige. Ja. Und man kann sie auch früher bewerben. Also ich kann sagen, nur die vom Chiron Verlag kosten 20 Euro. Alle anderen 5. Das ist ein Schnäppchen. Ja. Ja, übrigens war sogar, auch jetzt, das muss man jetzt nochmal gucken, von wann bis wann, 91 bis 95 war sie auch die Vorsitzende des DAV. Und sie hat jetzt eine Praxis für Psychoanalyse und Psychotherapie in Saarland, ne? Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz? Ja, Dieter Oberstein ist schon Rheinland-Pfalz. Ach, das ist eine Grenze. Ich wollte einen ganzen Sitz und den gab es nicht im Saarland. Die vergeben meistens halbe Sitze. Rheinland-Pfalz war eigentlich dann ganz gut erreichbar. Genau. Mit Sonne, Löwe braucht man einen ganzen Sitz, ne? Genau. Ja. Und wir werden gar nicht noch das andere große Gebiet, wo Sie eine prominent ist, ist die Musik. Das ist die andere große Leidenschaft von ihr, ne? Ja, das ist, und jetzt hören wir heute Ihren Vortrag zu der Selbstwirksamkeit als Schlüssel zur Astrologie. Ich bin ganz neugierig, wollen wir sehen. Also. Ja, erstmal, wie komme ich auf das Thema? Ganz einfach, ich suche nach einem Konzept, wie ich Heilung erklären kann. Und weil ich nicht alles selbst erfinden will, schaue ich, was es schon gibt. Und dann kommt man auf die Salutogenese. Und deswegen, dieser Überblick, diese Themen spielen eine Rolle. Salutogenese, Resilienz und das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit heißt, dass ich etwas konkret aktuell tue. Das ist eine Konkretisierung, eine Aktualisierung. Während ja so ein Konzept wie Salutogenese ja mir das Allgemeine beschreibt, was gehört dazu, dass sich ein Mensch gesund fühlt. Salus heißt ja heil, gesund. Auch bei der Resilienz gibt es Faktoren, die man beschreiben kann, was einen Menschen psychisch widerstandsfähiger macht oder weniger. Und auch das ist ein Konzept, aber selbstwirksam werden, das passiert in der Aktualisierung. Hinzu kommen die Grenzen der Astrologie, ist sehr wichtig zu kennen. Und dann als nächster Punkt, der auch immer wieder reinspielt, ich verstehe das Horoskop, das Kosmogramm als Motivationsanlage. Ja? Ich habe das auch in einem Buch niedergelegt, nur dieses Buch ist so vergriffen, dass ich manchmal selbst Exemplare suche im Netz. Das heißt, wie frei ist der Mensch? Über Möglichkeiten und Grenzen der Astrologie habe ich auch nicht hier, weil ich selbst kein Exemplar mehr habe. Dann kommen wir zur Psychotherapie versus astrologische Beratung. Und auch hier, wieder muss man wissen, Leid und Schmerz sind konkrete, einzelfallbezogene Realität. So wird das von Menschen erlebt. Ist also nicht allgemein oder damit komme ich nicht mit Regeln einfach an, sondern da wirklich muss ich an das Individuum. Und dann komme ich zu dem Punkt Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit und Horoskop. Die berühren sich ganz, ganz eng, denn eine Erfahrung mit Astrologie oder ein Leben mit Astrologie sollte ich ja auch konkretisieren. Und wenn ich etwas transformiere, also eine astrologische Konstellation, gehe ich damit auch in die Tätigkeit, in die Aktualisierung, in die Konkretisierung. Es geht ja darum, dass das Leben besser wird im Sinne davon, dass mehr Lebenszufriedenheit entsteht. Da gibt es auch Beispielhoroskope. Ich habe einige mitgebracht, ich habe so viele auch. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben und wie der Wunsch ist. Wenn ich zu viel im Theoretischen bleibe, dann sagen Sie, nee, jetzt Beispielhoroskop. Ja, die Salutogenese. Warum zeige ich das überhaupt, was
in der Forschung gemacht wird und wie weit die Forschung ist. Der Forschungsstand in Medizin, in Ethnologie, auch Soziologie und so weiter. Das ist wichtig zu wissen, wo steht diese Forschung, um zu wissen, was können wir benutzen für unser Gebiet der Astrologie. Und hier sind interessant drei Punkte, die das Kohärenzgefühl ausmacht. Salutogenese, ja, bedeutet, ein Kohärenzgefühl zu haben. Und was nochmal genauer aufgeschlüsselt ist bei Antonowski, ja, Gefühl der Verstehbarkeit, jetzt denken Sie mal an die Astrologie, Gefühl der Verstehbarkeit, die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Also Reflexion, was machen wir anders in der Astrologie? Oder das Gefühl der Handhabbarkeit, der Bewältigbarkeit, ähnlich wie der Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura, aber hier die Selbstwirksamkeit nochmal separat gegriffen, und das Gefühl von Sinnhaftigkeit. Und alle drei Komponenten spielen auch eine ganz große Rolle in der astrologischen Beratung oder in dem, wie wir versuchen, ein Kosmogramm für uns zu entschlüsseln. Insofern eignet sich das Konzept ganz gut. Und ich muss eben nichts neu erfinden. Das ist immer gut, wenn man auch für den Diskurs zwischen den Bereichen der Wissenschaft, der Psychotherapie und sowas, wenn das gelingen soll. Hier ist etwas sehr interessant, das ist ein allgemeiner Grafik, die Sie bei Wikipedia finden, Sie können das auch dort nachlesen. Da gibt es diese Grafik, ich habe da übernommen, wo ich sie her habe, von Florian Krause, eigenes Werk, und Wikipedia weist auf die Quelle, nämlich angegeben. Aber jetzt einmal diese Formulierung, die er gibt, passt genau für die Deutung eines Horoskops. Meine Welt ist verständlich, stimmig geworden. Auch Probleme und Belastungen, die ich erlebe, kann ich in einem größeren Zusammenhang sehen. Genau das versuchen wir in der astrologischen Beratung. Die andere Seite, die Handhabbarkeit. Das Leben stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann. Dahin wollen wir ja den führen, mit dem wir beraten oder behandeln. Ich verfüge über Ressourcen, die ich zur Meisterung meines Lebens, meiner aktuellen Probleme mobilisieren kann. Das ist genau das, was Transformation bedeutet und was auch sehr schön an den Beispielhoroskopen gestern rauskam von Wolfgang König, der ja auch darauf hingewiesen hat, man kann Wege finden, individuelle Wege, das Gesamthoroskop zu leben. Wir haben noch den anderen Pol, Sinnhaftigkeit. Für meine Lebensführung ist jede Anstrengung sinnvoll. Es gibt Ziele und Projekte, für die es sich zu engagieren lohnt. Auch das ist in der Astrologie ein ganz wichtiges Element. Denn eins vorweg, die Astrologie, wenn man sie von außen betrachtet, enthält ein teleologisches, Telos kommt von Ziel, ein teleologisches Element. Das heißt, wir beraten so, als sollte sich der Mensch im Hinblick auf sein Horoskop entwickeln. Ja, da steckt ein Sonnen drin. Irgendwie die Aufforderung, schau, das gibt dir Zusammenschau, geh so, mach das. Ja, also für ein Subjektiv. Wenn man es von außen aussetzen würde, das würde nicht das bringen, als das, was der Mensch von innen ergreift und spürt. Jetzt mache ich einen kurzen Exkurs zur Sinnhaftigkeit. Das Gefühl von Sinn führt zur Lebenszufriedenheit. Das ist auch bei Viktor Frankl oder Elisabeth Lukas führt es aus, von der tiefen Psychologie zur Höhenpsychologie, habe ich mal einen Artikel geschrieben, ich glaube, das ist in Medizin und Astrologie drin. Und jetzt einmal ganz allgemein die Überlegung. Worum kann es im Leben eigentlich nur gehen? Angenommen, Sie gehören irgendeiner Weltanschauung an. Christlich, buddhistisch, Islam oder ganz was anderes, eine Art Spiritualität. Oder auch, Sie denken, nee, ist alles Quatsch und so viele solche Patienten habe ich ja auch, ich kenne viele solcher Menschen. Dann die Welt, das ist reiner Materialismus, das ist Automatismus, das ist Evolution. Ja, wohin wollte die Evolution uns führen? Indem man sagen könnte, ja, gib doch deine Talente und deine Liebesfähigkeit den anderen. Ja, gib es doch weg und verfall du nicht selbst zur Last der Gesellschaft. Das heißt, betreibe so viel Selbstfürsorge, ja, dass du so fit bist, dass du anderen etwas geben kannst.
Es ist ganz klar, dass es für viele Menschen gilt, betreibe an erster Stelle mal so viel Selbstfürsorge, weil dann freuen sich die anderen, ja, und sie werden die Möglichkeit haben, wirksam zu werden. Also, das einmal so als Überlegung, dass das ist ein Zugang, wenn man eine Sinnarbeit mit Menschen macht, dran zu kommen, zu suchen, ja, was hältst du denn für sinnvoll? Nur was meinst du denn? Und dazu als Selbstwirksamkeit gehört auch die Erkenntnisarbeit. Ich erkenne mich, ich erkenne die Welt, denn wenn ein Mensch diese Erkenntnis auch hat und selbst darüber sprechen kann oder darüber denken kann, auch Denkarbeit, ist Selbstwirksamkeit. Das wirkt auf die Welt. Ja, selbst wenn Sie sagen, Sie gehen ins Kloster und beten von morgens bis abends, Sie würden auch das als Selbstwirksamkeit bezeichnen, in die Welt hinein. Wirksamkeit wirkt in die Welt hinein. Da steht jetzt ganz viel, nur um Ihnen zu zeigen, der Resilienzbegriff ist auch was ganz Wesentliches in der Medizin. Und da habe ich am Schluss nochmal darauf hingewiesen, es gibt auch in Mainz da ein Institut, seit etwa 2000 das Forschungsthema Resilienz im Zusammenhang mit Migration internationaler Bedeutung gewonnen. Während der Covid-19-Pandemie trat die Untersuchung der Resilienz von Erwachsenen in den Vordergrund. Das ist wichtig in Pädagogik, Psychologie, Neurologie, Ethnologie, Soziologie, hat dieser Begriff Fuß gefasst und wird auch heute innerhalb der Salutogenese behandelt. Also Salutogenese, die andere Wurzeln hat nochmal als der Resilienzbegriff, ist dennoch zusammengeflossen insgesamt mit der Selbstwirksamkeit. In den 50er Jahren Begriffsprägung, dann nur mal in 60er Jahren empirische Forschungen, Auswirkungen von Stress auf die kindliche Entwicklung. Und dann sagt zum Beispiel Anne Marsden, es ist eine Art gewöhnliche Magie, wir sind dynamische Systeme, wir können uns verändern. Ja, auch der Durchbruch des Resilienzbegriffs in den 70er Jahren hier, kompetente Akteure des eigenen Lebens sind Kinder, die sich gesund fühlen, die sich passiv fühlen und so weiter. Deswegen die wichtigen Einfluss auf diese Wissensbereiche. In dem Abschnitt steht es auch, aber das muss ich nicht wiederholen. Ich meine, da kann man sich intensiv mit befassen, wie der Resilienzbegriff sich geändert hat im Laufe der Geschichte und der Forschungen. Aber es ist wichtig, das zu wissen. Der Resilienzbegriff, ganz wichtig, betrifft die Grenzen der Astrologie. Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft. Und deswegen hatte ich auch gestern mal kurz erwähnt, die psychische Widerstandskraft und das Gesundfühlen und die Lebenszufriedenheit heißt nicht, dass das nicht auch jemand haben könnte, der eine chronische Krankheit hat, der eine Behinderung hat, der etwas hat, worüber im Leben nicht drüber wegkommt. Das heißt, psychische Widerstandskraft ist noch einmal etwas Differenziertes und die Salutogenese zeigt sehr deutlich, dass eben das Gesundfühlen davon abhängig ist. Ich meine, man hat ja, ich glaube, das war Schiller, ne? Nach seinem Tod obduziert, da hat man sich gewundert, dass der überhaupt leben konnte mit diesen Vernarbungen und Verklebungen der Organe untereinander. Und trotzdem war der Mann tätig. Ja. Es gibt personale Faktoren und die würden sehr stark durchaus das Astrologische betreffen, die Veranlagung, auch Prozessfaktoren. Und das betrifft den Zeitfaktor. Und den Zeitfaktor haben wir in der Astrologie auch durch unsere prognostischen Methoden. Das heißt, der Mensch verändert sich, auch seine Motivationen ändern sich, es gibt widerstreitende Emotionen, Zeiten, in denen das eine oder andere mehr in den Vordergrund wird. Auch diese Prozessfaktoren, diese zeitlichen Faktoren sind wichtig. Und eben die Umwelteinflüsse, die Unterstützung durch die Familie, Armut, die eigene Kultur, die Gemeinschaft, das soziale Umfeld, schulische Umgebung. Aber alles dies steht nicht im Horoskop. Da komme ich jetzt zu den Grenzen der Astrologie gleich zu sprechen. Es sind 7 Säulen, die übrigens die Resilienz prägen. 7 Säulen, 7 Wirksamkeitsbereiche. Die können Sie alle auf Wikipedia nachlesen. So viele schöne Bildchen gibt es dazu. Muss ich nicht wiederholen, aber wer sich damit beschäftigen will, das lohnt sich. Ich werde jetzt das nur in kurzen Abschnitten zeigen, weil im Grunde kennt ihr das alles aus der Astrologie oder der Beratung oder eine Art Lebensweisheit bildet sich heraus. Und zum Beispiel hier steht Akzeptanz,
was nicht anderes bedeutet, als das Leben so wie es ist, voll und ganz zu akzeptieren. Man kann nichts ungeschehen machen, man kann aber auf einer Basis weiterarbeiten. Ja? Also akzeptiere, was du nicht ändern kannst, was du ändern kannst, das tun. Aber wie gesagt, Akzeptanz ist eine ganz wichtige Säule, die einen Menschen resilient macht, psychisch widerstandsfähig. Auch ein gewisser Optimismus, es wird für die Zukunft gelingen. Ja? Und dann Aufgeben der Opferrolle. Das ist auch ein wichtiger Begriff, den wir auch immer wieder diskutieren, auch in der Astrologie, in der Esoterik. Interessanterweise taucht er hier unter dem Resilienzbegriff ganz offiziell in den medizinischen Forschungen und überall, wo dann geforscht wird, auf. Verantwortung übernehmen. So, da sage ich kurz was zur Verantwortung. Viele Menschen haben Schuldgefühle. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Und es ist auch wichtig, die unbewussten Schuldgefühle aufzuarbeiten. Aber dann ist ein Schritt wichtig, Verantwortung zu übernehmen von dem Ist-Zustand, den man vorfindet und dann sagt, das wirft mich auf meine Verantwortung zurück, für die Zukunft daraus Schlüsse zu ziehen. Ja? Verantwortungsübernahme. Auch noch drei Begriffe kommen da, spielen aber Resilienzbegriffe in der Wissenschaft eine Rolle. Das ist die Lösungsorientierung, die Netzwerkorientierung, das heißt mit anderen Menschen zusammenarbeiten können und die Zukunftsplanung. Ja, das ist jetzt für die Astrologie gar nicht so ganz wichtig. Aber was sehr wichtig ist, was steht nicht im Kosmogramm? Das Konkrete steht nicht drin. Es steht das Verhältnis zu bestimmten Dingen, wie sie hier aufgeführt sind, drin, aber nicht das, wie konkret das Elternhaus aussieht. Und dazu gehört, es ist stark von Thomas Ring beeinflusst, das Elternhaus, konkret, steht nicht drin. Ist es ein reiches Elternhaus oder nicht? Ja, ist es Großbürgertum, wie es früher war, oder ist es Arbeitermilieu? Das werden Sie nicht finden. Sie werden auch nicht finden, wenn Sie nur das Kosmogramm sehen, in welchem soziokulturellen Umfeld jemand geboren ist. Sie sehen nicht, das ist ein mehr islamisch geprägtes Milieu. Sie können das nicht herausfinden, welcher Religion jemand angehört. Und Sie sehen auch nicht das politische System, in dem jemand aufgewachsen ist. Sie sehen das Wohlstandsniveau nicht, ethnische oder Volkszugehörigkeit, Religionszugehörigkeit. Und Religion kann ja wahnsinnig binden. Die konkrete Religionszugehörigkeit sehen Sie nicht. Auch kein kollektives Schicksal, dass Sie wüssten, der ist in dieses Ereignis geraten, der in jenes, ich kann Ihnen sagen, es gab in dem Ort, in dem ich wohne, ist ein französischer Grenzort, und der wurde durch die Amerikaner befreit von den Deutschen, so heißt das. Und in dieser Zeit gab es eine Kellerzeit, das heißt, die Bewohner dort sprachen ja auch Deutsch und ein bisschen Französisch, aber die Amerikaner wussten ja gar nicht mehr, sind das verkleidete Deutsche oder sind das Franzosen. Sie sollten ja etwas Lothringen von den Deutschen befreien. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, in meinem Dorf gibt es eine Kellerzeit, danach sind sogar Straßen benannt. Das heißt, die Menschen sind alle in den Untergrund, in die Keller und haben sich versteckt. Weil keiner mehr, weil jeder Angst hatte, ja, vor den Deutschen und vor den Amerikanern. Es konnte ja nicht unterschieden werden. Und Deutsche haben sich auch in Zivilkleidung versteckt. So, und in dieser Kellerzeit, die betrifft nur dieses eine Dorf, und es war mir möglich, heute geht das gar nicht mehr wegen Datenschutz, über die Mairie, also das Bürgermeisteramt, die Daten dieser Familien zu bekommen. Das ist kein so großes Dorf. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Daten, ich glaube 100 oder so an der Zahl, und konnte auch Schicksale erfragen, das war vor 40 Jahren ungefähr, die Schicksale erfahren, die diesen Menschen passiert sind. Und ich konnte die Horoskope machen, ich bekam die Geburtsdaten von der Marie. Das wäre heute gar nicht mehr so möglich. Gell? Aber ich konnte es vergleichen. Ich sage Ihnen, es ist nichts, durch gar nichts. Sehen Sie einen Unterschied der Menschen, die in dem Dorf wohnen und den Menschen, die im Nachbardorf wohnen. Das, was die durchgemacht haben, geht nicht aus der Gesamtheit der Horoskope hervor im Vergleich zu einem anderen Dorf. Würden Sie mir Horoskope von den Menschen im einen Dorf vorlegen und von dem anderen, ich könnte sie nicht rausfinden. Und das macht uns doch, gibt uns doch zu denken, aha, was passiert oder was man sieht im Horoskop, ist relativ zu den kollektiven Umständen, die dort herrschen.
Ja, also wenn dieses Dorf allgemein diese Kellerzeit hat, da zeigen sich auch gute Aspekte. Eine Familie zum Beispiel, da, die hat mir dann die Nachfahren erzählt, die saßen im Keller. Im Nebenhaus ist eine Granate rein, da sind die Menschen umgekommen, diese aber sind verschont worden. Und was, wie war es bekleidet? Es gab Trigone, Transite, Trigone und auch sonst ein Horoskop der Entspannung. Weil die waren so glücklich, überlebt zu haben. In dieser schweren Zeit entsteht also Glück, dass man nicht vor Unglück getroffen ist. So subjektiv ist das Empfinden. Ja, geschichtliche Einbindung, man sieht auch nicht das Erbpotenzial, ja, weder materiell noch genetisch. Sie sehen das Intelligenzniveau nicht, sie sehen nicht Behinderungen. Ich habe so viele Horoskope gesehen von behinderten Menschen, es gibt nicht wirklich einen Unterschied zu denen, die nicht behindert sind. Manchmal sogar sind die Horoskope von Behinderten sehr viel stärker von Liebe geprägt, also harmonischer sogar. Das, was eigentlich nicht glauben würde. Aber es ist ja auch kein Wunder, die Menschen selbst empfinden sich ja selbst häufig gar nicht so als defizitär. Oder es kommt ihnen viel Liebe zugute. Das heißt, man kann es nicht sehen. Die Bewusstseinshöhe eines Menschen sehen sie auch nicht. Wenn wir unter Astrologen über Astrologie sprechen oder über das Leben, heißt das, dass wir alle eine gewisse Bewusstseinshöhe besitzen, dass wir überhaupt darüber reflektieren. Aber es gibt ganz viele Menschen, die diesen Zugang nicht haben. Das aber sehen Sie nicht im Horoskop. Auch der selbstbestimmende Faktor nicht nach Thomas Ring und die ethische Haltung sehen Sie auch nicht. Also, wie skrupellos jemand seine Konstellationen lebt, wie Pluto und Quadraten und was, sehen Sie nicht. Ja? Könntest du noch zwei Sätze über den selbstbestimmenden Faktor sagen, weil mir sagt das als Fachwort nichts. Ah, dieses Fachwort stammt von Thomas Ring. Der selbstbestimmende Faktor ist derjenige, wenn man die Verantwortung über das Leben übernimmt und sein Leben beginnt selbst zu gestalten. Und sich dafür entscheidet, ich gehe den Konflikt zum Beispiel mit meinen Eltern ein, zugunsten dieser meiner Lebensaufgabe, oder ich entscheide in eine Richtung, was häufig auch Konflikte nach der anderen Seite beinhalten kann. Ich bestimme also mit selbst, in welchen Raum ich gehe, in welchen psychischen oder konkreten Raum ich gehe. Ja. Thomas Ring führt das sehr schön aus in seinen Büchern. Ich kann es nur empfehlen, zu lesen. Ja, Überzeugung, auch schwierige Situationen. So, die Selbstwirksamkeit selbst. Moment mal nochmal kurz, woher haben wir da alles gemacht? Ja, Selbstwirksamkeit. Ja, die Überzeugung, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können, ohne dran kaputt zu gehen. Die Steigerung von Selbstwirksamkeit, wissenschaftlich betrachtet, ist alles keine Erfindung von mir, ist eine eigene Erfolgserfahrung. Misserfolge schwächen, ist klar, dass man das aufarbeiten muss, den Misserfolg und das mangelnde Selbstwertgefühl, um in die Tätigkeit kommen zu können. Stellvertretende Erfahrungen, dass man bei den Eltern sieht, wie sie Erfolg haben oder wie andere Erfolg haben, das animiert auch, selbstwirksam zu werden. Es geht eigentlich darum, die Selbstwirksamkeit zu mobilisieren. Und die kann mobilisiert werden, eben durch diese vier Punkte, laut Wissenschaft, verbale Verstärkung von außen. Ja. Und dann auch noch was ganz Interessantes, dass man lernt auch die Interpretation von physiologischen und affektiven Zuständen. Es gibt sehr viele Forschungen, die zeigen, schwitzige Hände oder Herzklopfen und so weiter, dass von manchen Menschen, die Sog erklärt werden, dass sie Angst haben und so weiter. Aber man könnte auch sie in Situationen bringen, wo diese physiologischen Merkmale auftreten, ganz normal. Es gibt in der Psychologie, in der Verhaltenstherapie viele Methoden, wie auch beim Schwindeln zum Beispiel, auf dem Drehstuhl setzen, drehen, da spüren die Schwindel. Und dass die Menschen spüren, das ist was, was ganz normal auftreten kann und nicht nur sie in eine solche Unsicherheit bringt, dass sie gar nicht mehr trauen, draußen zu gehen. Ich habe eine Patientin, die fühlt sich so schwindelig, die sagt, sie kann nur noch durch Krücken gehen oder Hilfestellungen. Und dieser letzte Punkt wird in der Medizin und so weiter diskutiert. Interpretation von physiologischen und affektiven Zuständen. Unter Druck nehmen viele Menschen körperliche Empfindungen, feuchte Hände, Zittern, Herzrasen als Zeichen für ein mögliches Scheitern wahr.
Ja? Durch Übungen können Menschen lernen, diese Empfindungen neu zu interpretieren, zum Beispiel als Zeichen freudiger Erregung. Das ist ein ganz interessanter Punkt, dazu gibt es ganz viele Untersuchungen, wie es möglich ist, Menschen emotional einen größeren Deutungsspielraum zu geben. Dass die Gefühle, die sie haben, nicht nur lähmend sein müssen, sondern dass das auch eine Erregung sein kann im Hinblick auf Zukunft. Selbstwirksamkeit, und das ist auch keine Erfindung, das wird in der Wissenschaft so beschrieben, entwickelt sich in verschiedenen Lebensstadien bei jedem Individuum unterschiedlich. Und das ist genau das, was ich meinte, wenn ich sage, ein Kosmogramm oder eine Motivationsanlage wird in Zeit aufgefaltet. Diese Auffaltung in Zeit ermöglicht es eben, unterschiedlichen Lebensstadien anders mit seinen Konstellationen umgehen zu können. Und dabei geht es vor allen Dingen um das Gefühl der Selbstwirksamkeit, gebunden an das Gefühl der Authentizität. Ihr erinnert euch, ich habe vorhin gesagt, Kohärenzgefühl in der Salutogenese. Das ist sowas, ich fühle mich authentisch. Denn, jetzt mal zu dem Begriff, wann fühle ich mich denn selbst wirksam? Wenn Sie nachgucken, was bedeutet wirken, dann heißt das tätig werden. Aber kann ich denn überhaupt nicht wirksam sein? Allein wenn ich hier sitze oder wenn ich weine, bin ich doch wirksam. Ja? Aber selbstwirksam sein, das heißt so viel wie, das Selbst soll wirksam sein. Ich möchte auch keine Befehle ausführen, wie an einem Fließband stehen und irgendwelche Tätigkeiten machen. Das kann auch für manche Behinderte zum Beispiel, ich habe ja Patienten, die machen das, eine Selbsthilfe, es kann auch als Selbstwirksamkeit erlebt werden und damit kann auch Erfolg verbunden sein. Ne? Es ist nicht so, dass das nur als Fremdsteuerung empfunden werden muss. Aber das Wesentliche ist, dass das Gefühl besteht, ich mache das, ich selbst kann das und ich werde wirksam. Und mit dem Soll, was ich hier für Sie geschrieben habe, wird angesprochen, das teleologische, zielgerichtete Element, also Telos Ziel, der Astrologie. Ich soll doch eigentlich selbstwirksam werden. Und das greift zurück auf die eigene Motivationsanlage, als welches ich die Radix beschreibe. Dann die Frage, gibt es widerstreitende Motivationen? Ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn man einen Raum öffnet, ich will meiner Bestimmung folgen, bekomme Konflikte mit den Eltern, aber ich liebe doch die Eltern, ich will doch die Eltern nicht verletzen und so weiter und so fort. Das sind widerstreitende Emotionen und widerstreitende Gefühle. Ja, das ist eine Frage danach, wann sind welche astrologischen Prinzipien, Motivationen in welcher Weise aktiviert? Dazu kann ich prognostische Verfahren verwenden. Um zu sehen, ich persönlich arbeite sehr gern mit dem Sekundär, ne, in wahrer Zeit, und schaue, was als große Matrix dahinter steht, was denn motivational wirklich angesprochen wird. Ich habe es nochmal da geschrieben, um zu wissen, dass es nicht nur darum geht, die großen Talente und so weiter der Welt zur Verfügung zu stellen, sondern es gibt Zeiten, in denen Selbstwirksamkeit in der Akzeptanz der Lebensbedingungen besteht. Das ist ein ganz wichtiger Akt der Selbstwirksamkeit in der Erkenntnis. Erkenntnis, Nachdenken, zu Schlüssen kommen, das hat mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ja, ich frage mal, wie lange habe ich Zeit? Bis? Jetzt noch 15 Minuten. Okay. Die Beschäftigung mit Astrologie ist auch eine Art der Selbstwirksamkeit. Astrologie kann unterschiedlich eingesetzt werden. Nur mal jetzt mal nochmal zur Erinnerung. Erkenntnis anderer. Man kann es auch wissenschaftlich untersuchen oder in künstlerischer Betätigung unterführen, Astrodrama oder in der Kunst, Symbolismus und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, eben auch zur Hilfe in verschiedenen Lebenslagen. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Astrologie sprechen, das ist nicht dasselbe wie Erfahrungen mit Astrologie haben. Und die meisten, die ein starkes Evidenzgefühl haben, dass Astrologie stimmt, bauen dies auf ihren Erfahrungen auf. Und nicht einfach, dass sie Bücher lesen und darüber sprechen. Und wir sitzen hier in einer gemeinsamen Welt, weil wir Astrologie kennen. Aber sie sind auch mit Menschen unterwegs, in ganz unterschiedlichen Welten, aus ganz unterschiedlichen Milieus.
Ja, und es ist auch schon ein Unterschied, ob ich jetzt mit Astrologie zu tun habe, die Leute sind künstlerisch aufgeschlossen, ich spreche von der Musik oder irgendwas. Das ist ein anderes Milieu, sage ich mal, Theater, Musikerkreise und so weiter, als wenn ich in einem Milieu wie Politiker unterwegs bin. Ja, ich bin auch übrigens dankbar in meinem Leben, dass ich solche unterschiedlichen Milieus kennengelernt habe. Sie sind tatsächlich unterschiedlich. Das Milieu der Psychotherapeuten ist auch nochmal ein eigenes. Astrologische Beratung, was heißt das? In welchen Feldern bewegen wir uns? Das ist wichtig zu wissen, weil wir andere Menschen nicht verschrecken dürfen. Wir sollen sie dort abholen, wo sie stehen. Also, wir stehen zwischen dem, was wir Astrologinnen vermögen können, und den Möglichkeiten und Erwartungen der Klientin. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie das nicht beachten, was der andere eigentlich erwartet oder können kann, von seinen Fähigkeiten, von seinen materiellen Bedingungen und so weiter und so fort, von seinen Verstrickungen im Leben, dann kann man auf Gefahr laufen, dass das am anderen vorbeigeht. Und wir stehen zwischen Esoterik und Wissenschaft. Also da kommt häufig der Einwand, ja, naja, also davon muss man ja nichts halten, so ungefähr. Ja, das ist, ja. Sie stehen auch zwischen unterschiedlichen Weltanschauungen. Ich habe durchaus Menschen, die finden die Astrologie stimmig, die halten aber von sonst irgendeiner Weltanschauung gar nichts. Ja. Oder Kulturen, Milieus. Das mache ich ganz schnell, um zu erklären, was Astrologie ist, auch bei Skeptikern. Das ist eine Parallele von kosmischen Rhythmen und Lebensprozessen. Man kann es auch manchmal sagen, wenn jemand keinen Zugang hat, naja, es ist wie so eine Art Chronobiologie, so ein Entwicklungsmuster. Man kann ja auch Entwicklungen anhand der langsamen Läufer sehen, mit 29 Jahren, Saturn-Wiederkehr oder so. Ja, nach 12 Jahren Jupiter-Wiederkehr, die Expansion der Kinder mit 12, in die Welt wollen und so weiter. Man kann viel von diesen Entwicklungsrhythmen erklären und kann so beim anderen auch einen Zugang schaffen. Es ist auch eine abendländische Symbollehre, sie steckt ja sogar in den Wochentagen drin und so weiter. Es ist eine Kategorienlehre schon bei Plato zwischen Polarität, Trinität und den vier Elementen, vier Temperamente auch in Plato, Klassifikations für Lebensprozesse. Auch dieses kosmologische Denken ist viel weiter verankert im Sprachlichen. Ich habe das mal nachgewiesen in meiner Arbeit da, auch wenn ich sage, jovial oder sonniges Gemüt und so weiter und so fort, was wir damit verbinden. Ja, wir können sogar klassifizieren und überall Merkmale finden, die der Astrologie sehr ähnlich ist. Und Wertesystem. Ja, nur mal gesagt, bei Plato, die Werte, der hat das auch mit Elementen in Betracht gezogen. Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit. Die christliche Sittenlehre hat an die Antike angeknüpft und das teilweise übernommen. Sie sehen sehr ähnliche Begriffe. Und die Analogien kennen Sie ja von der Astrologie. Aber auch diese alten sieben Hauptsünden, die Sie nachlesen können im katholischen Kanon und die auch verbunden waren und sind, ich glaube noch bei Anastasius, bei Kirchen oder noch, weiß gerade nicht, jedenfalls kann man das auch nachlesen, wird auch mit den Planeten in Beziehung gesetzt. Diese sieben Hauptsünden, ganz klar, ist astrologisch beeinflusst. Wird auch so gezeigt und kann man nachlesen. Nun, das da ist wahrscheinlich so eine allgemeinere. Ich habe das mal versucht, die Astrologie und die einzelnen Planeten auf die einfachste Weise und die allgemeinste Art zu erklären. Wir haben ein System, ein Organismus, ist egal, ist welches, ob es Tier ist, ob es ja, ein Staatengefüge ist oder irgendwas. Aber was symbolisieren die eigenen Planeten? Organisationsgrad, ja? Wie organisiert ist der Mensch oder auch eine Institution oder ein Verein oder was, Sonne. Abgrenzung nach außen, Saturn. Die Durchlässigkeit nach außen, Mond. Das, die Homöostase, das Gleichgewicht der Kräfte, das Gleichgewicht suchen nach innen und außen, Venus. Der Aktivationsgrad des Systems ist Mars.
Das merken Sie, Sie merken, jeder merkt den Mars. Stellen Sie sich mal vor, Sie legen sich auf den Boden und ich sage Ihnen, sind Sie ganz ruhig, machen Sie gar nichts. Ja? Da merken Sie plötzlich, dass irgendeine Bewegung kommt oder dass Sie die Augen aufschlagen müssen, was auch immer. Sie spüren eine Art Aktivierung von innen heraus. Ja? Das hat mit Mars viel zu tun. Dann die Expansion eines Systems nach außen, die Erweiterung des Systems. Und Merkur, die Differenzierung nach innen, die Binnengliederung, die ja auch sprachlich eine große Rolle spielt, die Welt nach innen binnen zu gliedern, mit Hilfe von Begriffen. Das wird so in der Philosophie auch besprochen. Die drei Trans-Saturnia, Uranus, Neptun, Pluto, beinhalten eigentlich im System eine Erweiterung. Nämlich, wo Mutationen entstehen oder wo das System sich auflöst oder wo Transformationsprozesse sind. Das mal nur als Allgemeines. Ja. Was zeigt ein Kosmogramm? Die Motivationsanlage und das sind die Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit. Die Möglichkeiten. Und es zeigt die Dynamik des Lebens. Und das sage ich immer, keine Deutung ohne Einbeziehung prognostischer Verfahren, um zu sehen, in welchem Prozess der Veränderung es steht. Ich arbeite auch mit den Sekundären, schaue also, wie weit die Planeten gelaufen sind, ob die im Laufe des Lebens auch eine Schleife machen, ja, oder ob die rückläufig werden, die einzelnen Planeten, sehe dadurch bestimmte separative, applikative Tendenzen und kann auch sehr schön sehen, was über Jahre aktiviert sein kann. Ja, also ich will Ihnen ein Beispiel geben für Möglichkeiten für Transitauslösungen. Nur mal zum Nachdenken. Ja, was sein kann. Es ist wirklich einfach nur auch mit den Grenzen der Astrologie und den Möglichkeiten vertraut zu werden. Angenommen, Sie haben Transite, zum Beispiel hier von Pluto, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, vor allem Pluto, Neptun, Uranus, der ja häufig Veränderungen in starker Weise anzeigt. Aber dann, was kann sein? Ein Transit ist da sehr stark vielleicht. Nur als Denken. Es kann ein Ereignis stattfinden. Es kann eine Entwicklung im Menschen daraus entstehen und es kann eine innere oder äußere Veränderung geben. Es kann auch keinen Entwicklungsprozess geben. Also passiert was und kein innerer Entwicklungsprozess setzt an. Es muss bei einem Transit kein Ereignis sein, es kann stattdessen innere Entwicklung vollzogen werden. Eine innere Haltung kann verändert werden. Das kann zu einer äußeren Veränderung führen, es kann aber auch nur zu einer veränderten Einstellung führen. Es kann aber auch sein, und das sehe ich bei vielen Kranken, dass eine Unzufriedenheit auftritt. Ja? Es kann daraus entstehen eine äußere Veränderung ohne innere Verarbeitung oder es kann keine innere oder äußere Veränderung geben. Es kann bei der Unzufriedenheit bleiben und dieser Punkt, der kann in gesundheitliche Probleme führen. Das ist so der Punkt, wenn so absolut Impulse verdrängt werden, und weder innen noch außen zu Entwicklung und zu Veränderung kommen. Diese gesundheitlichen Probleme können auftreten. Es kann daraus eine innere, äußere Veränderung geben oder keinen Entwicklungsprozess. Also es kann sich was chronifizieren, festsetzen und fixieren. Ja. Und es kann möglich sein bei Transiten auch, das war jetzt so ein Beispiel Transite, es gibt ja auch die anderen Verfahren, es kann eine Konstellation als Thema, als Forschung gelebt werden. Das heißt, man lebt das selbst als Forschungsprozess. Ich forsche darin, auch das ist eine Art der Transformation. Da kann es ein Ergebnis geben, ein Erfolg, aber es kann auch kein Ergebnis, ein Misserfolg und es können offene Fragen bleiben, mit mehr oder weniger Impuls für die Zukunft. So, das habe ich Ihnen gesagt, das würde ich nicht vertiefen, wissen Sie sowieso. Rahmen einer Deutung habe ich Ihnen gesagt. Kann Astrologie helfen? Ja, Frage der Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit im Einzelfall. Dazu gehört, wie resilient ist ein Individuum. Und das sind Faktoren, die nicht im Horoskop stehen zum Teil. Das muss man wissen. Das ist auch in der Beratung und es ist in der Therapie sehr, sehr wichtig. Und dann nochmal eins wissen, Leid und Schmerz betreffen immer den konkreten Einzelfall. Oftmals nur therapeutisch bearbeitbar, nicht astrologisch. Ja, weil so schlimm und Menschen in einer solchen Situation stehen, dass es auch nichts nützt, wenn sie sehen, da wäre der Impuls und jener, da geht es erstmal um Verarbeitung. Zu den Formen von Selbstwirksamkeit gehören therapeutische Prozesse, astrologische Erkenntnisarbeit und Selbstfürsorge ebenso. Das muss man wissen. Und das
ermöglichen es die Öffnung oder Hinwendung zur Welt und zum Anderen. Die Deutungsschritte werde ich jetzt nicht alle machen, weil ich will nur mal sagen, so arbeite ich. Ja, die können das nachher, oder ihr könnt das nachher mich noch fragen. Das ist mal hingeschrieben, um zu zeigen, dass ich eigentlich sehr systematisch und strukturiert vorgehe. Es geht immer darum, die Struktur des Fragens erfassen und Entsprechungen anwenden und Aktivierungen beachten. Diese drei Punkte. Und wie ich es im Einzelnen mache, die Radix-Dominanz erkennen, die Adix-Dominanz erkennen, die kurze Korrektur, ob es stimmen kann, dann die sekundäre Entwicklung, ich habe auch die vier Kepler-Faktoren, die ich verwende, und Solar und Transite, und diese Zusammenschau, das ist eben, was man nicht einfach lernen kann. Was noch steht, SBR, ja? Sonnenbogen in Rektaszension, Ascensio Recta. Ja. Mhm. Also Kepler macht das so. Ich glaube, du hast Kepler gelesen. Ja, ja. 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 Aber er hat den Sonnenbogen in Länge. Ja. Und das ist interessant, wie toll er damit arbeitet. Ne? Das lohnt sich wirklich zu lesen. Also es gibt selten einen tolleren Astrologen als Kepler. Und vor allen Dingen, der hat seine Methode ja verfeinert, hat sich intensiv mit Astrologie befasst. Und in meinem Buch, da stehen, glaube ich, Dinge drin, die ja sonst nirgendwo so zu finden sind. Und deswegen gehört das auch, hat es die Nachlassverwaltung Kepler als sekundär, wichtige Sekundärliteratur aufgenommen, auch nachher als von Kepler, der 24. Band, das sind, die Nachlass ist 23 Bände, die Tabula Rudolfina gehört dazu, ja, es gehören dazu Harmonicis Mundi als 23. Band und so weiter. Und dort, wo Kepler seine keplerischen Gesetze niedergelegt hat, aber eben seine Sammlung der Horoskope, die ist, glaube ich, jetzt fertiggestellt, die ist ja neu herausgekommen. Und im Zuge dessen war das ganz wichtig. Weil das ist ja auch eine Aufarbeitung dieser Wallenstein-Deutung durch Kepler. Ja, das sind jetzt Beispiele, die ich hier bringe. Und zwar, ich mache es ganz kurz, wir können ja nicht auf alles eingehen. Man würde es nicht meinen, aber es ist doch so, dass das ein Fall von ganz schwerem Missbrauch. Und diese Patientin kam lang, um überhaupt zu wagen, mir das zu erzählen. Ne? Sie hat, also ich habe ja als Was hatte sie für Symptome? Ja, eine starke Traumatisierung und Depression, Niedergeschlagenheit, und sie käme nicht mehr von zu Hause weg. Sie sei umgezogen, jetzt wohnt sie wieder im Haus, wo auch Vater und Mutter getrennt leben. Der Vater ist wieder unten im Haus, das sei ein ganz großes Problem, ein ganz alter Mann von fast 90 Jahren und eigentlich wegen depressiver Symptome. Aber dann kam langsam raus, ja, warum ist das so schlimm? Kann sie sich nicht abnabeln vom Vater oder was? Sie war doch weg, sie ist verheiratet. Ja, sie hat keine Sexualität mit ihrem Mann. Und dann hat sie auch gesagt, mein Mann akzeptiert das, der sieht das karmisch, wie ich auch. Aha, habe ich gesagt, ja, mein Mann nimmt es so hin, dass er mit einer Frau verheiratet ist, die große Probleme da hat. Und deswegen wird auch keine Trennung sein. Wir haben viele andere Gemeinsamkeiten und so weiter. Und warum und wieso? Ja, das kam dann langsam raus. Als kleines Kind schon, mit 3, 4 Jahren, wenn sie mit dem Vater ins Schwimmbad gegangen ist, damit hat es angefangen, sagt sie, hat er in der Umkleidekabine verlangt, dass er seine Geschlechtsteil in den Mund nimmt, als ganz kleines Kind, vielleicht auch noch früher. Angefangen hat das mit Spielereien, er hat gespielt mit ihr, guck mal, da kommen Bagger, und an ihren Genitalien rumgespielt, so ging das weiter. Und dieser sexuelle Missbrauch hat durch die ganze Kindheit angedauert. Und er hat mir gesagt, und sie hat sehr viel Leid erlebt dadurch, und hat mir dann gesagt, ihr Vater hätte gesagt, das machen alle Väter mit ihren Töchtern. Und sie hat gedacht, das sei eine gewisse Normalität. Später hat dieser Mann gesagt zu ihr, du bist als Hure geboren, ja? Du warst schon als Kind so, und hat sie also in ihrer Weiblichkeit total abgewertet. Diese arme Frau, die wurde dann später, als sie 12 Jahre alt war, als sie also langsam Reife als Frau bekam, im Haus der Eltern des Vaters, der Großeltern, im Nebenraum von ihrem Vater vergewaltigt. Also
Der Geschlechtsakt ist brutal durchgeführt worden. Sie hat nicht geschrien, Mund zugehalten worden und so weiter. Die Frau ist total traumatisiert und leidet extrem. Nun, so ist es, das muss ich also hinnehmen, ob man das in seiner Schwere aus dem Horoskop erkennt. Ich weiß es nicht, ist jetzt auch nicht so ganz wichtig. Aber ich will auf Transformationsmöglichkeiten aufmerksam machen. Sie ist auch so krank, dass sie nicht arbeiten kann. Ja, aber auch das hat natürlich einen Vorteil, dass sie nicht arbeiten muss, ein Arbeitsprozess sich begeben muss. Und sie hat für sich entdeckt, Großreisen zu machen und vor allem das Fahrradfahren. Sie sagt, wenn sie Fahrrad fährt und fährt und fährt und fährt, dann kann sie das halbwegs transformieren, dann ist sie ganz für sich allein. Ich würde einfach gucken, was sie damit verbindet. Aber vor allen Dingen sagt sie, kann sie das, wenn sie weit weg ist von der Häuslichkeit. Sie muss weit weg sein von zu Hause, von der Atmosphäre zwischen Mutter und Vater und so weiter. Die Mutter hat daher davon gewusst, hat aber nichts unternommen, ist selbst abhängig, wohnt im Haus, was dem Vater gehört hat, auch dem uralten Vater, sage ich, der jetzt inzwischen über 90 ist. Der unten wohnt, sie dann in der Mitteletage, Mutter oben. Aber wie gesagt, sie ist zurückgezogen. Sie war vorher weit weg. Aber sie ist dem Trauma nicht entkommen. Ja, dieses Leiden in ihrem Körper, ja, diese Unmöglichkeit, nachher mit einem Mann in sexuellen Kontakt zu treten, das ist geblieben. Das heißt, die Menschen mit solch einem Missbrauch werden um ihre eigene sexuelle Entwicklung gebracht. Ja, es ist jetzt keine wirkliche Entwicklung der Reihe der Lust ein, so ein Schwachsinn. Ja. Und, aber als was hat sie es transformiert? Sie war in Spanien, im südlichen Spanien, gibt es ein sehr schönes Binnenmeer, sie sind da immer hingefahren mit ihrem Mann. Sie hat da ganz neue Lebenskreise entwickelt. Menschen, die davon gar nichts ahnen, wissen. Denn das ist ja so, dass Menschen mit Missbrauch manchmal das Gefühl haben, als würde man ihnen das ansehen. Oder als würde irgendjemand was Schreckliches bewerten bei ihnen, was nicht der Fall ist. Aber es ist eine ganz starke innere Verunsicherung im Selbstwertgefühl und eine Suche, ja, wie kann ich denn, wo kann ich denn einen Platz finden? Ich finde, dass die Schwere des Falls so nicht im Horoskop rauskommt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so aussieht, ich hätte gedacht, es ist schwieriger. Neptun, Quadrat, Aszendent, und das hat auch meine Schwester, die Geigerin ist und die mit einem Mann aus den USA verheiratet ist und die Ehe gar nicht lebt. Ja, also Neptun, ja. Gut, das kann man damit in Verbindung setzen. Sie hat eine Mutterbindung, eine starke, weshalb sie die Mutter nicht verlassen kann, mit dem schrecklichen Vater, ja, im Haus, hat gleichzeitig eine Flucht aus dem Elternhaus und transformiert das, indem sie sich aufs Fahrrad setzt und so viel unternimmt und sich so viel bewegt, wie es nur geht. Das Problem, eingeschlossener Steinbock, hier fünftes Feld, und auch sich im mitmenschlichen Kontakt originellere Wege suchen als das übliche, ja, also eher ein Freundschaftsverhältnis mit ihrem Mann, als dass es eine sexuelle Beziehung ist. Diese Ungewöhnlichkeit in ihrem Optimalstreben, was sie als positiv empfindet, nach Tigon mit Merkur und so weiter. Das ist schon eine Art der Sublimation, sage ich mal. Und dass sie sich in Spanien da, in diesem Binnenmeer, so was ganz anderes aufbaut, fernab, zeigt natürlich auch das neunte Feld. Sie nimmt natürlich die Schwere mit im neunten Feld. Auch da zeigt sich wieder die Problematik. Und sie führt ein gewisses eigenes Leben, sehr fern von dem Kontakt anderer Menschen mit ihrem Mann zusammen. Hat auch keine Kinder, es wäre ihr unmöglich, sich damit zu befassen. Hat aber ansonsten noch Sauberkeitszwänge, sage ich mal. Sie sagt, sie hat die Küche so reduziert, da ist gar nichts, sie macht da kaum was drin. Sie hat nur Platte, hier Platte, so gut wie gar nichts. Sie kann nichts beschmutzen. Ja. Überall sieht sie Schmutz. Sie kann nichts mit schleimischen Sachen zu tun haben. Ja. Sie hat Ekel zu essen. Also diese oralen Geschichten, ganz furchtbar. Der Ekel, der so tief in ihr sitzt
Und was sie als Normalität empfunden hat, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe sie dann gefragt, ob sie jemals richtig mit jemandem geredet hat. Ja, im Laufe des Lebens gab es mal das, aber sie fühlt sich ja dann als Aussätzige. Das ist ja die Frage, wie kann ich mit dieser Art Aussätzigkeitsgefühl umgehen? Weil sie überhaupt darüber gesprochen hat, das war schon erstaunlich und hat lange gedauert. Ich könnte auch sagen, vielleicht weil meine Venus da auf ihrem Aszendent hat oder was, dass sie Vertrauen gefühlt hat oder dass sie merkt hat, dass ein Verständnis. Ihr könnt auch gucken, wie es in der Aktion, wenn man die Horoskope vergleicht. Okay, ich habe einen Jupiter dort stehen, wo IMC steht, oder man findet ja vielleicht gerade solche Hinweise. Aber jedenfalls hat sie Schritt für Schritt manchmal kleine Sachen nur erzählt und geguckt, wie ich reagiere, ob da jetzt die große Schande mit verbunden ist, ja, und so weiter und so fort, und ob sie mir das Ausmaß erklären kann. Und ich finde, ich habe ihr auch Mut gemacht, zu sagen, ja, Mann, das mit den Reisen, ihr Mann, ich kann natürlich jetzt keine Sexualtherapie machen. Warum soll die Frau jetzt auf diesen Weg gehen, die ja nicht nur die Jüngste ist, sie ist ja über 50. Und wenn der Mann das so akzeptiert, muss ich nicht eingreifen, auch wenn ich merke, ja, das ist kein vollständiges Leben. Also es werden Dinge ausgespart. Aber sie hat eine Form der Transformation gefunden, der sportlichen Betätigung. Das kann sie mit ihrem Mann gemeinsam machen, die Welt erkunden. Und er hat Interesse an anderen Kulturen, wie die Venus da oben. Und sie ist hier natürlich Spanisch, hat Spanisch gelernt und so weiter. Und ich habe sie halt ermutigt in der Richtung, auch als sie gesagt hat, aber sie müsse doch eigentlich für die Mutter sorgen, der es nicht gut geht. Und darf sie überhaupt weg? Hier der Mond ist ja dominant am C. Darf sie denn diese Mutter allein lassen und dem schrecklichen Vater im Haus überlassen und so weiter und so fort, der also mit fast 90 auch die Mutter noch tyrannisiert hat? Ja, darf sie das? Ich habe sie ermutigt und sie können ja die Adresse lassen und sie können hier. Wir haben einen Raum eröffnet für Möglichkeiten. Für Möglichkeiten, die ganz für sie passen und ihre Bedürfnisse. Nicht für sie oder für jemand anders, sondern nur für diese Patientin passt. Deswegen sage ich, die Einzelfallorientierung. Und dass sie sich selbstwirksam fühlt, macht sie ja froh. Auch wenn sie die innere Erlaubnis trägt. Sie darf ein Leben führen und diesem Interesse für Kultur nachgehen und muss nicht Sexualität leben mit ihrem Mann, wenn es ja so akzeptiert wird. Das heißt, dieses Müssen einfach mal rausgenommen aus dem Selbstverständnis. Wie viel Zeit haben wir noch? Ist jetzt abgelaufen, die Zeit. Abgelaufen. Ja. Schön. Es gibt hier noch viele Fragen. Also, kleine Runde, wenn du noch abrunden möchtest, das ist ja verständlich. Ich werde mal als Kurzer weitermachen, sieht das wahr. Weil es nur darauf hin, Poesie und Musik wird als heilende Selbstwirksamkeit schon beschrieben, nicht mit dem Begriff Selbstwirksamkeit, bei Marsilio Ficino. Ich habe also noch Beispiele dabei, wo jemand transformiert die Schwierigkeiten durch gestalterische Tätigkeit. Und zwar als Therapieformen bei Melancholie. Das wird bei Marsilio Ficino beschrieben, im 15. Jahrhundert bereits. Und ich finde das sehr interessant, dass das schon als heilsam gefunden wird, dass man schwere Dinge im Leben so leben kann. Ja. Also, ich sage mal als These am Schluss, Menschen, die zur Selbstwirksamkeit fähig sind, können von Astrologie sehr stark profitieren. Wenn ein Mensch von Astrologie profitiert, dann schließt es seine Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit ein. Das ist ja wirklich ein ganz starker Zusammenhang, meiner Meinung nach. Ich denke, das wollte ich einfach mal nochmal in den Kopf rufen zum Schluss. Und Psychotherapie wie auch Astrologie können hilfreich sein, um neue Wege zu öffnen und Ziele zu finden. Auf ganz individueller Ebene. Jetzt danke ich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr diese Anregung mitnehmen könnt. Ja. Schönen Dank für diesen spannenden Vortrag. Das war wirklich sehr eindrucksvoll. Gibt es Fragen? Ich hätte eine Frage oder Anmerkung, die Vaterproblematik, die könnte ich und die würde ich sehen, der Jupiter, der hat ein Quadrat zur
Hausspitze 5 wieder. Die Hausspitze 5 steht ja im Schützen. Das heißt, der Herrscher von Haus 5 wird dann quasi zu einem Hausarzt. Das könnte man schon mal als Vaterproblematik deuten. Also, wenn ich das so sehen würde, es kann eine Vaterproblematik sein, muss aber nicht. Ich gehe davon aus, dass das Horoskop dann mehr oder weniger korrekt ist, weil Hausspitze 6 zeigt ja 0 Grad. Was kann man, das würde dann vielleicht auch ihre Pingeligkeit, ihre Aufräumen, Verhalten erklären. Auch dieser Bereich, sich selbst im anderen spiegeln, ja, das ist ja das fünfte Feld, gewissermaßen das Kreative, also sich in der Liebe, in der Sexualität, im anderen erleben oder auch in seinen Kunstwerken, die man schafft, oder auch im Pädagogischen. Da ist ja der eingeschlossene Steinbock auch drin, finde ich. Und auch da haben wir wieder Jupiter an der fünften Hausspitze. Ja. In der Nähe von Uranus, aber auch sehr nah bei Pluto. Das zeigt ja schon, dass sehr spezielle Geschichte ist. Vielleicht liegt da auch Karmisches dahinter. Sie hat mit Bilder darüber gesprochen, dass das die Weltanschauung sei, womit ihr Mann und sie zurechtkommen. Ist ja dann auch gut, ne? Wenn sie darin irgendein Karma sieht, mit dem Vater und so weiter. Ja. Aber dieser transformatorische Zugang, dass sie selbst schon Deutungen sucht für diese furchtbare Verstrickung. Ja, weitere Anmerkungen, Fragen? Gut. Ja, dann ganz herzlichen Dank nochmal. Wir machen kurz Pause. Wir haben jetzt 40, sagen wir, dass wir 50 weitermachen und dann machen wir wieder eine Sehnungsrunde. Ja.